Moin Moin Leute und herzlich willkommen zur neuen Folge Omni 2 der Omnibus Simulator hier auf meinem Kanal. Wir befinden uns auf Refahrt. Und fahren mit der Linie 52 von U-Bahn Blocksberg bis Wilhelmsplatz mit dem E-Bus mit Seetaro. Melden uns mal eben an. Jo. Dankeschön. Ich muss ja den Fahrplan annehmen. Wäre vielleicht ganz gut. Stadt. Wagen 1. 48. So. 5, 2, 0, 1. Eine Minute haben wir noch. So. Genau, das ist genau ein Repair für den. Ist das laut hier? Ah, angenehmer. Genau. Das Repair, was dazu gehört. Also, was. Gab es ja ein paar Repairs jetzt, die geliefert wurden. Beziehungsweise die im Omsi-Forum veröffentlicht wurden. Genauso wie der Mercedes-Stern jetzt veröffentlicht wurde. So. Hier hinten sieht es ein bisschen unschön aus, der ist richtig, aber man hat vorher noch einen textuellen draufgesetzt, also das Repaint mitgeliefert. Naja, ist Freeware das Repaint, ne? Wollen wir mal nicht sagen. So, dann wollen wir mal. Hallo. Sitzt er gleich hier vorne. So. Sollten vielleicht die Kasse auch noch reinmachen. Kann helfen. So. Dann wollen wir mal. Wenn der Bus ein bisschen laut ist, dann sagt Bescheid. Oder schreibt es in die Kommentare. Ich habe ihn extra lauter gestellt, weil es ein E-Bus ist. Moin. Moin. Guten
Moin. 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 Hallo. Hallo. Genau, für den Livestream jetzt am Samstag habe ich jetzt schon eine Idee, wie wir das machen. Kommt darauf an, wie die Abstimmung jetzt weiter abläuft. Nehmen wir jetzt immer mehr teil, finde ich super. Dafür ist die da, die Abstimmung. Ich guck mal eben. Haben wir eh rot. Genau, momentan haben 37 Stimmen teilgenommen. Moment haben wir das Verhältnis um sehr größte. Dann kommt Cooking Simulator und Train Simulator. Die drei zähle ich. Planet Coaster hat im Moment so geringe Türkenzahlen, wenn ihr es sehen wollt, dann stimmt da ab. Meinetwegen auch mit 2-Profil oder 3-Profil, Drittprofil ist mir. Wisst ihr schon. Hat ja eigentlich jeder. Hat ja jeder nicht nur ein Account, sondern mehrere. Genau. Und dann werden wir zuerst Cooking Simulator machen. Wenn wir in irgendeiner Stadt, die ich mir ausdenke, ein bisschen Cookie Simulator spielen. Cooking. Ich sag mal Cookie Simulator, ne? Da kann man, glaube ich, Cookies machen. Wir gehen aber vom Cooking Simulator aus. Genau. Das werden wir dann eine Zeit lang machen. Also ungefähr eine Stunde. Dann werden wir eine Pause machen. Dann werden wir eine Runde Train Simulator aus dieser Stadt nach Hamburg fahren.
Also gibt es ja ein paar Möglichkeiten. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, aus welcher Stadt wir fahren sollen. Guten Morgen. Guten Tag. Moin. Es ist ja Hannover. Könnt ihr auch in Lüneburg oder so machen, alles was auf dem Weg liegt. Von Hannover nach Hamburg oder von Lübeck aus. Oder mit der S-Bahn irgendwie. Schreibt es gerne in die Kommentare. Dann wollte ich mir das nicht ausdenken. Wenn wir auf jeden Fall da zu dem nach Hamburg fahren, beziehungsweise nach Hamburg rein, wenn es die S-Bahn ist. Und dann werden wir mit Omsi Hamburg erkunden, beziehungsweise mit dem Facelift ein paar Linien fahren. So wurde sich's gewünscht. Andere Wünsche habe ich bis jetzt noch nicht wahrgenommen, beziehungsweise noch nicht gesehen. Und schreibt es gerne in die Kommentare. Könnt auch gerne euren E-Bus oder so. Aber schreibt mir es dann gerne in die Kommentare, für ich drauf eingehen kann. Genau. Und dann am Ende des Vergnügens werden wir noch ein bisschen bauen in Wilhelmsburg, also auch in Hamburg. Aber da werden wahrscheinlich dann nicht mehr viele dabei sein, die ja zuschauen. Vielleicht mache ich das auch einfach für mich. Weiterbauen, dann. Aber wenn ich sehe, dass da eh keiner mehr da ist, dann mache ich das für mich weiter. Weil es macht ja sonst keinen Sinn. Ich muss ja hier nicht Livestreams machen, wenn keiner zuschaut. Das ist für mich auch ziemlich unproduktiv. Steckt ja auch Zeit rein, wenn da keiner zuschaut. Kann ich auch lieber einen Livestream von meinem Kollegen anschauen. Sagt man keinen Namen, sonst ist das Schleichwerbung. Muss ich das als Werbung dicks dran schreiben? Nein, muss ich nicht bei sowas, aber muss auch nicht sein. Oh, bremsen. Gekonnt gebremst. Genau. Guten Moin. Tag. Genau, und dann werden wir. Das ist dann erstmal der Plan für den Livestream am Samstag. Ich glaube ab 14 Uhr hatte ich gesagt, ne? Ich merke mir sowas gar nicht. Ganz schlimm. Mein Kopf ist voll. Bin noch halb am Schlafen. Nee, das auch nicht. Aber nehmen die Folge auch wieder kurz vor knapp aus. Wir haben es 14:36 Uhr. Um 16 Uhr soll die Folge kommen. Ich muss ja noch schneiden und hochladen und so. Wieder sehr Premium. Aber gut, muss man sich schon mal gewöhnen, wie es in der nächsten Zeit ist. Beziehungsweise da versuche ich immer einen Tag vorher aufzunehmen. Da versuche ich immer einen Tag vorher aufzunehmen. Dass hier ich dann keinen Stress habe, weil ich weiß ja nie, wie die Arbeitszeiten sind. Ich weiß ja nicht mal, ob ich Montag arbeiten muss oder nicht. Voll durchplant alles. Aber so ist das halt. Genau. Das ist auf jeden Fall der Plan für die nächsten Tage. Ja, für den Livestream und die nächsten Tage. Ich versuche jetzt ein bisschen fortproduzieren die nächsten Tage, dass ich was für die Wochen habe. Auf jeden Fall sowas wie Smartphone Tycoon oder so kann ich immer gut vorproduzieren. Dass ich immer 3, 4 Folgen im Voraus habe. Und bauen kann ich auch mal gut im Voraus. Außer jetzt zum Livestream, da muss natürlich dann auf dem Punkt sein. Beziehungsweise wir bauen ja eh nur die Häuser oder Sprüche oder halt die Gestaltung aus. Die Straßen sind dann ja schon fertig zu dem Zeitpunkt dann. Werden wir den Livestream machen. Auf jeden Fall bis Bahnhof Wilhelmsburg wird die Straße auf jeden Fall fertig sein. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Genau. Hallo. Moin. Hier kauft auch keiner einen Fahrschein. Morgen. Moin. Ja, und sonst so. Ich finde gut, dass ich wenigstens keine Hater-Kommentare mehr habe seit ein paar Tagen, also seit gestern. Ja, ich fahre zu schnell, ich weiß. Ich fahre 15 km/h zu schnell, scheiße. Nee, scheiße sagt man nicht, oh. Ja, Glück gehabt. Genau, wäre das Projekt vielleicht
cool findet, dass wir was bauen. Als nächstes, wenn Wilhelmsburg soll fertig ist, die eine Linie gebaut, dann werden wir uns mal in Hamburg setzen. Dass wir da einen Fahrplan optimieren. Ist da ein Freibad? Man weiß es nicht. Dann noch jemand mitten an. Genau. Werden wir den Fahrplan optimieren, vielleicht ein Stück dazu bauen. Je nachdem, dann müsst ihr mich aber auch unterstützen, vielleicht mit Objekten oder Ideen. Dann mache ich nicht ganz alleine. Linie 20 habe ich gehört, die ist sehr begehrt, dass ich die nachbaue. Also die Stücke, die nicht existieren, noch weiter mitbaue, aber da müsst ihr ja mitmachen, weil das ist dann an reale Maps immer was Fiktives dran bauen. Das ist immer, also es soll ja real, so real wie möglich da sein, aber ich kann ja keine Karten da importieren. Das heißt, ich muss das so ein bisschen nach Prima Down bauen und das ist ein bisschen schwierig. Nicht schön. Genau. Moin. Und dann wäre auch die Frage, wie veröffentlicht man das? Das ist dann immer das Thema, weil dann zu trennen, die Bereiche, die man neu dazu gibt und die Bereiche, die existieren, die zu trennen, weil man darf ja nicht alle zusammenladen oder muss mit Dings zusammenarbeiten, mit der Aerosoft oder man sagt so, ich kann das natürlich nachbauen, für mich habe ich das dann, aber es dann zu veröffentlichen, das ist dann die Schwierigkeit. Muss man dann nachschauen, wie man das am besten macht. Man kann natürlich auch einfach die Karte, man kann einfach eine neue Kachel nehmen und dann die Objekte einfach, die es gibt, draufsetzen. Das sind ja alles Objekte, das sind ja die Straßen und so weiter, das sind alles Objekte. Und theoretisch könnte man denn das da draufsetzen, das stimmt aber dann meistens hinten und vorne nicht, weil es gibt ja zwei Arten von Baumöglichkeiten. Entweder du baust alles mit Objekten, dann baust du das separat auf einer Karte und setzt das dann ein und so versuchst das irgendwie passend umzusetzen. Oder du baust direkt mit Clients. Ja, dann fahr. Danke fürs Reinlassen. Oder du baust halt es direkt mit Splines, kopierst das dann in den Objekt-Ding und generierst es dann zum Objekt. So kann man das ja machen. Aber man lässt die Splines. Wie viele Kartenbauer einfach machen, lässt die Splines. Muss mal gucken, dass man die Gestaltung nicht so ganz so performance-getreu macht. Beziehungsweise so anpasst, dass es performance-technisch geht. Hallo. Also eigentlich soll es ja spitze sein mit Performance, das ist halt immer so eine Sache. Da muss man alles mit Objekten bauen. Wenn man wirklich super Objekt, also Performance haben möchte, muss man alles mit Objekten bauen. Und das ist eine langjährige Arbeit. Weil du es ja als Blender einbauen musst oder halt andere Programme, je nach Wahl. Wo man sich viel damit beschäftigen und so weiter. Deswegen ist mit Splines bauen einfacher und wenn man dann die Kreuzungen als Objekte herstellt, dann hat man auf jeden Fall Verkehr, der geht. Und fahrbar als Performance muss man hinterher mal gucken, das wird in Wilhelmsburg ganz spannend, wie es da mit der Performance geht. Es gibt wie immer ein paar Rechner, die gehen mit der Performance, es gibt auch ein paar Rechner, die sind scheiße mit der Performance. Da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, dann kauft euch einen stärkeren Rechner. Weil OMSI ist einfach ein Programm, was man kann zwar riesig total runterstellen, aber es sind halt die ganzen Details, die man einbaut, natürlich weg. Moin. Dann sind die weg, dann gibt es die nicht mehr. Kann man machen, muss man aber nicht. Und muss man sich überlegen, ob man seinen PC so ein bisschen upgradet. Genau, dass es angenehmer ist. Vor allem selber in der Performance. Weil ich kenne selber die ersten Folgen auch mit dem Laptop aufgenommen, die waren natürlich super performance-lastig, schwierig. Und jetzt geht das ja. Klar, es geht immer besser. Keine Frage. Moin. Moin, moin. Aber Ehrmann ist OMSI auch, ist es ein altes Programm. Also wenn du da jetzt, ja, du kannst alles auf SSD umbauen und Arbeitsspeicher
mein Ziel haben, dann wird OMSI schnell. Aber jetzt super Hardware Gaming PC zu haben, bringt bei OMSI nicht so viel. Weil OMSI halt eher Speicher braucht. Güterbahnhof, ja. Weil OMSI eher Speicher braucht. Im Verhältnis. Um die ganzen Objekte zu laden. Baut er immer Speicher, Güterbahnhof. Sind gleich am Ziel. Noch. Ah, 10 Minuten. Genau, das ist eigentlich das. Kann natürlich versuchen, das mal ein bisschen anzupassen. Du kannst das reduzieren. Also, OMSI kannst du eigentlich auch gut auf dem Laptop spielen. Ist halt nicht super schön, es ruckelt und so, ne? Aber möglich ist das, wenn du jetzt nicht unbedingt eine Karte wie auf. Die jetzt super viel Performance braucht. Also mit vielen Objekten, mit vielen Texturen und so weiter. Die brauchen halt Speicher. Und da kommt OMSI meistens an die Grenzen. Kannst jetzt mal grün werden, grün werden, grün werden. Kannst jetzt mal grün werden. Ti 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 ti. Ach, wir lieben noch Ampeln, oder? Habe ich das schon mal erwähnt? Danke. Moin. Genau, dann habe ich das nächste Gewinnspiel schon ein bisschen im Auge. Es wird zwar nicht OMSI sein. Ja, vielleicht spielt ja jemand anders auch noch andere Spiele. Guten Tag. Einmal nochmal, bitte. Einmal nochmal. Das ist die erste Fahrkarte heute. Haben wir Scheine? Nee. Rechner, Rechner, Rechner. Okay. Eins, dann haben wir vier. Also mal kleiner ging's wohl nicht, was? Nee. Wenn mir 10er gibt es für eine kleine Karte, dann ist das so. Also der Bus hält sehr gut seine Geschwindigkeit, das muss man schon sagen. Gibt jetzt ja gerade kein Gas. Ja, und das Lenkrad wackelt wieder. Ich weiß, da gibt es wieder Beschwerden in den Kommentaren. Kann ich leider nicht ändern. Es ist eine Lenkstange unten im. Das Lenkrad hat eine Lenkstange. Ist nicht wie ein normales Lenkrad, was du sofort manuell hast, sondern ist mit Lenkstange. Und da ist halt ein bisschen Spiel. Das ist bei einem normalen Bus ja auch. Da ist halt nur Gewicht. Da sind die Reifen schwerer. Das ist halt eine direkte Kopplung von zum Reifen. Da hast du halt auch nicht mehr was dazwischen, ne? Aber. Im Grunde kann man das ja so sagen, du hast ja Widerstand. Hier habe ich jetzt keinen Widerstand. Das Lenkrad gibt ja keinen Widerstand unten. Könnte natürlich jetzt die Einstellung. Was ist das denn jetzt? Zeigen wir mal an, dass wir hier raus. Ups. Ihr könnt natürlich jetzt hier einstellen, bei OMSI das Widerstand hätte. Aber dann ist das Lenkrad unten wieder so schwer, dass sie das hin und her biegen würde.
das auch nicht hin. Ich muss es ja irgendwie unten auch fixieren oder so, nur mit Draht fixiert im Moment noch. Ich habe vor, das ein bisschen umzubauen, aber das dauert noch. Und bis dahin ist es halt so. Wenn das dann soweit ist, dann hört das Ruckeln auch auf. Wenn ich das unten ordentlich fixiere mit Schrauben oder so, dass das Lenkrad unten ordentlich fest ist, dann kann ich hier auch. Dann stört das hier mit dem Ruckeln, dann müsste das auch verschwinden. Im Moment ist es halt so. Und wen es ungefähr stört, dann soll weggucken. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass jemand wirklich so deutsch wird, dass das wackelt. Kann ich mir schlecht vorstellen, kann natürlich sein. Keine Frage. Nein, Unfall habe ich nicht gebaut. Oh, wir dürfen Vollgas geben. Einmal Augen, Ohren, Krebs. Ja, langsam lerne ich den Bus. Langsam gewöhnt man sich dran, wie man bremsen muss. Alles so eine Gewöhnungssache bei dem Bus. So, dann haben wir noch 3 Haltestellen, dann sind wir am Ziel. Dann werde ich das Video schnell hochrendern. Oder bitte mal schnell schneiden. Rendern, hochladen und dann habt ihr das pünktlich um 16 Uhr noch. Sollte ich ja nicht hinbekommen. Eine Stunde, das sollte klappen. Moin. Einmal Tageskarte. Ob so ein so eine Fahrkarte. Tageskarte. Tageskarte. 10. Bitteschön. Nächste Haltestelle. Wilhelmplatz. Jo. Anforderungen habe ich anscheinend keine, aber jetzt darf ich. Haltestelle, Berggasse.
So. Genau, das war's von dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss und auf Wiedersehen. Thank you.